Willkommen zurück hier bei InGames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen immer noch Bioshock. Und ja, im letzten Part haben wir es bis hierhin geschafft, bis zum U-Boot-Station, wo wir jetzt den Kontrollpunkt aktivieren werden und Atlas sehen werden. Ist das so gewollt? Ist das Atlas? Ist das da unten Atlas? Es ist so dunkel hier drin. Wenn dein Freund nur nach oben schauen und dich sehen würde, vielleicht könntest du ihn warnen. Oder wenigstens irgendetwas tun. Ja. Außer nur tatenlos zuzusehen. Wie er stirbt. Was? Die Familie wo rausholen? Jetzt ist hier wieder auf einmal der Checkpoint offen, oder was? Der Film? So, ich habe keinen Film mehr. Moment, da ist noch einer. Wow, Moment, das machen wir anders. So, steckt die anderen an. So. Ich mach nix schwer. Wow. Ich. Ach, da. Ganz ehrlich, ich sehe euch nicht. Bist du wohl? Oh, wo kam der denn jetzt her? Wow! Kommst du wohl, Herr Mehl? Was ist das passiert? Du schleichst dich herein wie ein Attentäter und versuchst dann, dich aus dem Staub zu machen wie ein Dieb. Du bist kein Schnüffler von der CIA. Wer bist du? Weshalb bist du hier? Nun gut, es gibt zwei Möglichkeiten, mit einem Rätsel umzugehen. Man kann das Geheimnis aufdecken oder es beseitigen. Sind das deine Frau und deine Tochter? Dieser Arsch! Tut mir leid, Atlas. Raus hier! Mach, dass du rauskommst! Ab nach Arcadia! Herrgott nochmal! Ja, wir laden mal nach. Könnte nicht schaden. Ah, hier geht's wohl nach Arcadia. Ja, tut mir leid, Atlas, aber was soll ich da machen? Die Arcadia. Aus welchem Spiel kommt mir das so bekannt vor? Arcadia? 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 Nein, das war doch ein Ralf Reichts, oder? Den Film da. Hieß nicht so die Spielbank? Die Arcadia? Könnte sein. Bin ich mir jetzt unsicher. Vielleicht weiß einer meiner Zuschauer. Aber mal gucken, wer in den Kommentaren reinschreibt, dass er das weiß. Okay, wir dürfen nochmal speichern. Hatten wir ja gerade schon. Moira, Patrick, das sieht Ryan ähnlich. War
sagt er zu. Wir finden diesen Dreckskerl. Wir finden ihn. Und dann reißen wir ihm das Herz aus dem Leib. Gerade bist du das Monster. Ich bin an diesen Ort gekommen, um das Unmögliche zu erbauen. Du aber bist gekommen, um zu stehlen, was du niemals selbst hättest erschaffen können. Ein Hunne, der staunend vor den Toren rumsteht. Sogar die Luft, die du atmest, hast du nur von mir geschnorrt. Nun denn, atme tief ein. Dann kannst du dich später vielleicht an ihren Geschmack erinnern. Geh zur Tauchkugel bei den Rolling Hills. Sie wird dich direkt in die Höhle des Löwen bringen. Dann werden alle Schulden vollständig beglichen. Ich weiß gerade gar nicht mal, wo ich hier bin, wo ich hin muss. Hier lang. Zur Metrostation, okay. Hm. Oh, nimm mal alles auf, das kann man immer gebrauchen. Sieht aus wie so ein... Sie sind überall! Oh! Hm? Kannst du mir helfen, Mann? Kannst du mir helfen? Schießt du auf mich, wenn ich komme? Wo bist denn du? Oh, Splittergranate. Zigaretten? Ne, die hätte ich nicht aufnehmen sollen, aber egal. Ich soll dir helfen, aber wo bist denn du? Hallo? WTF? Wo ist denn der abgehauen? Hä? Was? Hallo, Schnuppel. Ich verstehe gerade gar nichts. Willst du mir Angst einjagen? Willst du mir irgendwas zeigen? Hier ist die Metro, okay, aber ich habe mich noch nicht umgeguckt. Moment, hier gibt's doch noch... Ich bin verwirrt. Ich bin sowas von verwirrt. Geht's hier unten nicht noch irgendwie weiter? Moment, hier war noch auch was auf der linken Seite. Hier. Was ist hier denn? Auf jeden Fall ein Tagebuch, so fühlst man sie ja. Das Verfahren zur Vermehrung ist ein Erfolg. Die Schnecken allein konnten nicht genug Adam für unsere Zwecke produzieren. Doch in Zusammenarbeit mit dem Wirt, da sieht es schon viel besser aus. Was für einen Abend ich vorbereitet habe. Alles ist bereit. Blumen, eine Flasche Wein, sogar zwei Karten für den Tiger. Nichts bringt die Mietzen mehr in Stimmung als eine Nacht in Arcadia. Jetzt muss ich bloß noch beim Thrifty Care vorbeischauen und ein Medipack abholen. Nur zur Sicherheit. Man sagt, Angelina sei nicht zum ersten Mal im Tiger. Ich bin gerade arg verwirrt, wie sonst auch immer. Hier ist noch ein Tagebuch. Ganz so aus, als würden einige armselige Gestalten schon anfangen, Gespenster zu sehen. Gespenster. Brian hat gesagt, das sei eine Nebenwirkung der Plasmide. Die Erinnerungen des einen Schwachkopfs werden durch genetisches Sampling auf den anderen übertragen. Wassereinbruch, Geisteskranke, Rebellion und jetzt auch noch Gespenster. Ist das Leben in Rapture nicht einfach wunderbar? Boah, kann man so oder so sehen. Auf jeden Fall haben wir alles durchsucht. Was? Da ist noch sowas. Dieses Arcadia ist aber nur noch für zahlende Gäste geöffnet. Erst stellt der Mann mich ein, um einen Wald auf dem Meeresgrund zu pflanzen. Und dann sorgt er dafür, dass ein Waldspaziergang ein Luxus für Privilegierte wird. Rein fragt, sollte ein Farmer seine Nahrungsmittel nicht verkaufen dürfen? Darf ein Töpfer kein Geld mit seinen Töpfen verdienen?
Ich wollte gerade anfangen, mich mit ihm zu streiten, als mir wieder einfiel, wer mein Gehalt bezahlt. Das Einzige, was schlimmer ist als ein Heuchler, ist ein arbeitsloser Heuchler. Nett. Und während du mir das alles erklärt hast, habe ich hier diesen Typen vernichtet. Und es gibt hier zwei Little Sisters, habe ich gerade wieder gesehen. Was ist das, ein Gen-Upgrade? Nee, ich will keine Telekinese. Ich will schon Elektro. Das ist den Rest lassen wir auch mal. Nee, die Waffe behalte ich mal erst. Nachladen wäre sicherlich nicht schlecht, aber ansonsten... Pistolenkugel, Autoheck. Sag mal, was kriegt man hier alles? So. Nur so ein Zementding. Oh. Auf der anderen Seite ist auf jeden Fall eine Tür. Was? Was? Oh. Sag mal. Wo kommt ihr denn jetzt her? Hä? Da ist einer. Von denen. Komm ich hier rein? So. Bist du wohl ruhig? Bist du auch ruhig? Irgendwie schießt er ein automatisches Gewehr. Das mag ich gerade gar nicht. Ich will dich nicht hacken. Wieso? Jetzt will ich dich hacken. Geht doch. Machen wir einen automatischen Hack. Haben ja so viele davon. Hätte ich lieber hier machen müssen, ne? Schade. Napalm, sowas brauche ich alles gar nicht, danke. Oh, auf was schießt er da? Bist du wohl ruhig? Ja, ich habe es erledigt, Kollege. Man sollte halt nie ohne seine Schrotflinte rausgehen. Was soll ich hier mit einem Gummischlauch? Irgendwie bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. So, dieses Ding einmal bitte öffnen. Was? Wo? Nimm alles an. Was du kriegen kannst. Schadet ja nicht. Was? Ah, Stahlschrauben? Wofür brauche ich hier Stahlschrauben? Muss ich hier noch handwerklich irgendwie was tätigen? Ja, das repariert mir bitte einer. Hm. Oder so. Okay. Ich sollte mal die Munition so ein bisschen wechseln. Ja, die wäre nicht schlecht, obwohl die ist auch nicht voll, oder? Schwierig zu sagen jetzt gerade. Männer sorgen sich immer um ihr. Dich schneide ich auf. Ich hab was von dir nicht zu tun. Moment, ich will jetzt erstmal den Safe hier hacken. Machen wir einen automatischen Hack. Ha, danke. Und wo ist jetzt hier... Moment. Hm. Das läuft gerade irgendwie ganz falsch ab. Nein! Ich wollte gerade sagen. Mann, ey. Du bist schuld. Das ist noch eine E-Spritze, ein paar Schrotkugeln. Nehme ich hier alles. Oh, was liegt da? Handfilm. Wie schalte ich die Dinger denn da aus? Ich futter hier die halbe Leiche auf. Was ist das? Stickstoff, ja, nimm mal mit. Moment.
Tada, so kann man da auch rumgehen. Irgendwas hier drin? Nein, definitiv nein. Ich will mal was ausprobieren. Ups, nein, das funktioniert definitiv nicht. Wo bin ich hier eigentlich? Wo bin ich hier eigentlich? Okay. Aber wo muss ich eigentlich hin? Das ist vielmehr die Frage. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Sag mal. Hast du sonst noch irgendwelche Probleme? Mich so zu erschrecken? Das hört sich an so nach so einem Fluggerät. Wo seid ihr denn? Ja, wenn ich was nicht kriege, ist ja schön und gut, aber ich suche euch. Mann! Also was auch immer du für eine Frau bist, du hast es in dich gehabt. Moment. Taucht er zur Treppezeit wieder auf, dann werde ich ihn impfen. Sie kommen! Dieser Ort gehört uns. Wo bist du? Habe ich nicht getroffen? Der Ort gehört euch. Mag ja schön und gut sein, aber ich muss mich hier gerade mal eben ein bisschen umsehen. Darf ich mal kurz? So, Little Sister und ihr Big Daddy. So, Forschungsbonus für Rosi. Erhöhter Schaden plus Rosi sind anfällig für panzerbrechende Munition. Wow! Bist du wohl ruhig? Wow, 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 wow. Okay, Panzerbrechen für die MG sind gut, aber... Okay, jetzt habe ich aber ein Problem. Ja, jetzt ganz ruhig. Ich bin runtergefallen. Verdammt! Natürlich tue ich dir weh. Nein! Ich hab da links! Ich hab ihn zu spät gesehen! Ich hab ihn nicht gesehen! Mach das Ding auf. Los. Okay, ich wusste gar nicht, dass hier so ein Gather Garden Ding da ist. Moment, wo bin ich jetzt überhaupt? Ich glaube, ich bin hier irgendwie falsch abgebogen. Der Big Daddy war doch hier irgendwo in der Nähe, oder nicht? Okay, hast noch mal Glück gehabt, Kollege. Jetzt suche ich den Big Daddy. Der muss ja hier auch irgendwo sein, oder?
gab Bestrebungen, den Einsatz von Plasmiden zu beschränken, wegen der Nebenwirkungen. Blindheit, geistige Verwirrtheit, Tod. Doch was ist unsere Ideologie wert, wenn sie nicht auch angewandt wird? Der Markt reagiert nicht wie ein kleines Kind, das beim ersten Anzeichen von Unwohlsein gleich zu schreien anfängt. Der Markt ist geduldig und wir müssen es auch sein. Nett, dass du so viel dabei hast, aber ich suche immer noch diesen Big Daddy. Bin ich hier irgendwo falsch? Da ist er doch. Und wo ist jetzt hier die Little Sister? Die hier vorher noch war? Boah, die Little Sister ist weg. Die hat sich in... Was? Aha. Ich kann irgendwie was... Nehmen wir einen Auto-Hacker? Ach, oh, das ist zum Eintauschen. Auch nicht schlecht. Wusste ich gar nicht, dass man... Ja, also da kann man... Ah, jetzt weiß ich auch, wofür die Schrauben gut sind. Danke. Hätte ich vielleicht erst hacken sollen, oder? Ich habe jetzt den Big Daddy erledigt, aber wo ist die Little Sister? Das regt einen doch auf. Komm, heil dich mal eben. Dann hier erstmal zum... Gen-Upgrade. Plasmid-Slot kostet 100. Ziemlich viel. Körpertonika-Slot. Schalten Sie einen Körpertonika-Slot frei. Ja, nee, ist klar. Kostet alles so viel. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen Plasmid-Slot und dann hat sich das Ganze. Dann müssen wir jetzt erstmal wieder abwarten, bis wir so einen Big Daddy mit Little Sister finden, meine Güte. Okay. Ich würde sagen, wir beenden diesen Part an dieser Stelle. Hat leider nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir gehofft habe, aber es ist auf jeden Fall spannend und ihr dürft euch in der nächsten Geschichte, im nächsten Part nicht vergessen, hier weiter dran zu bleiben, um die Geschichte mitzubekommen. Ich finde es immer noch ziemlich spannend. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen und bis dahin.